Digga, ich wünsche mir einfach nur YouTube 2014 zurück. Ihr habt es mitbekommen. Unge Drama. Nächste Runde. Gestern haben wir auf ein Video reagiert, wo Unges Ex-Freundin ihm sehr, sehr krasse Sachen in den Kopf geworfen hat. Wo ich gefühlt schon dachte, Sega, meine späte Kindheit würde gerade kaputt gemacht. Nicht von Rachel, sondern, ne? Von den Dingen, die da passiert sind. Nicht mal einen Tag später kommt Alblali Victor, auch Teil meiner Kindheit, um die Ecke und droppt einfach, wie Simon Unge mir psychisch schaden wollte. Bei dem Thema habe ich sogar ein bisschen Background, aber auch nur das, was man im Internet eh schon weiß, dass er, dass Alblali von der Insel, weil der wohnt ja auch noch auf Madeira, dass er quasi weggemobbt wurde, dass er quasi von der Insel wie gescheucht wurde. Digga. Und ganz kurz vorher nochmal, wie gerade gesagt, beide waren für mich Kindheit. So, Alblali habe ich so mit 15 echt viel geguckt und Unge dann halt so mit 17, 18 angefangen, sehr viel zu gucken. Und es ist gerade schwer auch. Ich versuche so neutral zu bleiben, wie es geht, aber natürlich fließen irgendwo auch vielleicht Sympathien rein in der Reaction. Deswegen verzeiht mir das so, weil 100% neutral bleiben ist da vielleicht echt schwer. Ich versuche natürlich immer, mich mit Opfern zu solidarisieren, ne, weil das gehört sich einfach so. Aber natürlich auch geht es bei solchen Themen auch immer um Glaubwürdigkeit, wer man jetzt wie wo glaubt. Aber was in Klammern gut ist bei der Neutralität, ich mag beide, glaube ich, oder mochte vor dem ganzen Skandal hier beide, glaube ich, ähnlich viel. Also, einen Viktor und einen Unge, dass sie, glaube ich, so eine ähnliche Sympathie bei mir haben, hab mit beiden schon gequatscht. Beide waren nett zu mir, also ich kann jetzt keine persönlichen negativen Erfahrungen sagen. Mit Unge habe ich schon gequatscht, mit Abladi habe ich schon gequatscht, mit beiden auch persönlich, ich habe mit beiden schon geschrieben. Ja. Und ey, wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt. Das letzte Mal, dass ich so ein Video hier drehen wollte, war im Jahr 2021, also vor 3 Jahren. Könnt ihr euch noch an dieses Video hier erinnern? Da habe ich erzählt, dass ich nach Madeira gezogen bin und auf einmal lief da also wirklich eine regelrechte Schmierkampagne gegen mich, wo sich Influencer von mir distanzierten und nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Und ich habe nie so wirklich konkretisieren können, womit das zusammenhängt, also warum das passiert ist. Aber man kann sich natürlich jetzt auch denken, um wen es da ging, wer da was gemacht hat. Aber Unges Ex-Freundin, Rachel, hat neulich das hier gedroppt. Was glaubt ihr, warum Alblali nicht mehr auf Madeira ist? Warum er da quasi weggescheucht wurde? Wer da der Hauptaggressor war? Ja gut, jetzt wissen ihr alle Bescheid. Einige von euch haben das eh schon geahnt, aber es stimmt schon. Der Hauptverursacher für das, was mir auf Madeira widerfahren ist, ist Simon Unge. Heute geht es um Lügen, es geht um Diffamierung. Es geht um Gaslighting und ja, eine regelrechte Hetzkampagne, einfach nur, weil er mich nicht auf seiner Insel haben wollte. Ich war geschockt, wie er am Anfang gesagt hat, dass du nicht auf seine Insel ziehen willst. Das Ganze konkretisiert dich später noch im Detail. Boah. Dabei wollte ich einfach nur in Frieden auf Madeira leben. That's Also it. das Ich kann mir ganze gut. Ding mit, das ist Simon Unges Insel, war ja ein Gag so, weil er der Erste da quasi war, der da hingezogen ist. Ganz kurz, wenn wir über Erster reden, wer da war. Hallo, ich war von Jahre vor allen da, hab da halt nicht gewohnt, aber ich war oft schon da. Also, wenn man so penibel sein sollte, OG Madeira, ich war da. Ja. Vorstellen, dass ihr jetzt wahrscheinlich viele Fragen habt. Also ich habe halt auch damals auf der AIDA gearbeitet. Und dementsprechend war ich viele Nächte auf Madeira. Quasi gewohnt. Ja, ganz kurz, ich hab auf dem Schiff gewohnt. Aber das Schiff stand ja an Madeira und wir haben da über Overnight gehabt. Also Overnight hieß, dass wir quasi über Nacht einen Hafen angelaufen sind und nicht über Nacht gefahren sind. Habe ich das gepostet, das Bild? Das müsste das hier sein. Das müsste Madeira gewesen sein. Das ist halt geil, weil ich habe meine ganzen alten Instagram-Bilder noch online. Hier, Dezember 2017, Freunde. Dezember 2017. War ich sehr oft schon auf Madeira. Actually, halbwegs freshes Bild. Also würde ich es heute nicht mehr so posten, aber okay. Ja, habe ich noch eins auf Madeira gemacht? Ich glaube nicht. Nee, das war, glaube ich, das einzige auf Madeira. Ja, aber das hier ist. Bin mir sehr sicher, dass es Madeira ist, weil die haben halt diese Beleuchtung da. Ich meine, das ist es, diese Madeira-Beleuchtung. Das war diese Madeira-Dezember-Weihnachtsbeleuchtung, die hier oben ist. Ich bin mir sehr sicher. Aber falls ihr Bock habt, Instagram reinfolgen, heißt er Tim Jacken. Sehr gerne. Ihr könnt echt weit zurückscrollen. Stimmt das wirklich? Warum ist das passiert? Warum schiebt Unge so ein Kannst du das Video leiser machen? Ah, okay, sorry. Ist zu laut. Tut mir leid. Hasskick auf dich? Eines müsst ihr wissen, diese Problematik zwischen Simon und mir, das geht zurück bis ins Jahr 2015. Also einfach 9 Jahre. Da hat sozusagen alles zwischen uns begonnen und ich werde in diesem Video hier versuchen, alles möglichst chronologisch zu erzählen. Also ergo, was 2015 passiert ist, zumindest aus meiner Sicht, bis heute. Das wird nicht leicht. Ich bin mal gespannt, was er alles sagt, weil ich habe da auch ein paar Stories gehört, wo ich dachte, also wenn man die jetzt auspacken sollte, wären die schon echt sehr privat. Also die wären sehr privat, die Stories. Weil, stellt euch vor, ihr müsstet über etwas öffentlich reden, was euch seit 9 Jahren
verfolgt und runterzieht. Aber let's fucking go. Bevor jetzt irgendwelche Leute schreiben, Bro, 2015, warum muss man denn mit so alten Kamellen kommen? Ich meine, juckt doch, was passiert ist. Ihr seid doch bestimmt inzwischen völlig andere Menschen, oder nicht? Ich hole mir ganz kurz Hausschuhe, ich höre aber weiter. Ganz ehrlich, ich würde es am liebsten auch vermeiden, wenn ich alles, was ich heute in diesem Video erzähle, miteinander zusammenhängen würde. Das heißt, ich muss über 2015 reden, damit man checkt, wie Madeira überhaupt zustande kam. Also für den Kontext. Hier oben links werde ich immer das Jahr einblenden, in dem sich meine Erzählung gerade befindet. Einfach nur, damit ihr nicht durcheinander kommt, alright? 2015. So, hab Arbeiter gehört. Ich brauche so eine kurze Schuhe, weil meine Füße kalt sind, bin immer noch ein bisschen krank. Dazu sorry an die YouTube-Zuschauer, falls ich ein, zwei Mal huste, ich versuche es zu unterdrücken, aber ich bin noch ein Ticken krank, leider. Anfang 2015 verstanden sich Simon und ich eigentlich noch ziemlich gut. Also zuvor hatten wir ein paar Videos gedreht, aber inzwischen trafen wir uns auch private, um zum Beispiel essen zu gehen oder mit dem Longboard durch Köln zu fahren. Boah, diese Zeit war so geil, ne? Also diese Zeit war schon, die war schon nice, muss ich sagen. Das war so eine heile, liebe Weltzeit. Wir waren einfach gute Kumpels und alles war so, alles war noch harmonisch. Noch. Ungefähr zur selben Zeit lernte ich ein Mädchen kennen und... Oh, es geht da drum. Ich weiß halt, um wie es... Boah. Also, ich bin gespannt, ob er Namen sagt. Also die OG-YouTube-Zuschauer wissen, um wen es geht wahrscheinlich. Ich will ganz kurz keine Namen im Chat sehen. Wenn jemand Namen im Chat postet und die wollen es nicht leaken, an die Mods bannen, bitte, danke. Die werde ich jetzt nicht namentlich nennen, deswegen nennen wir sie einfach Mara, alright? Mara. Ja. Also ganz kurz, ich will den Namen nicht im Chat sehen, ihr werdet sofort gebannt. Da ist meine Ex-Freundin. Ich war extrem verliebt in diese Frau und die Zeit, bevor wir zusammenkamen, empfand ich einfach nur als mega schön. Also wir telefonierten teilweise 8 bis 10 Stunden, also bis in den Morgen. Aber ab dem Moment, wo wir zusammenkamen, wurde es irgendwie weird. Also plötzlich stritten wir wegen vielen Kleinigkeiten und das war zuvor halt gar nicht der Fall. Naja, nach nur einem Monat brach die Beziehung ab. Hat nicht geklappt, ist aber auch nichts Schlimmes passiert zwischen uns. Mara und ich beschlossen jedoch Freunde zu bleiben und wie viele von euch wissen, eine Freundschaft direkt nach dem Ende einer Liebesbeziehung nicht immer die beste Idee. Natürlich war ich immer noch verliebt in sie und ich hatte immer noch Hoffnung, dass es vielleicht doch klappt, weil zuvor... Kennen wir alle. Die Hoffnung muss man aufgeben, aber das kennen wir alle, als wir jünger waren, dass man dachte, ey, vielleicht klappt es ja doch noch. Bevor wir zusammenkamen, war ja auch alles in Ordnung. Mit anderen Worten, ich könnte jetzt selbst nicht genau sagen, woran es gescheitert ist, aber das spielt auch keine Rolle für das, was noch kommt. Mit Unge hatte Mara auch ein wenig Kontakt, aber kurz nach unserer Trennung wurde es auf einmal so richtig viel zwischen den beiden. Also sie hat ihn super oft besucht und ich hatte irgendwie ein komisches Bauchgefühl, keine Ahnung. Weil damals führte Mara einen Tumblr-Blog und den hat sie benutzt, um sozusagen ihre aktuelle Gefühlslage zu verdeutlichen. Zu dem Zeitpunkt repostete sie Bilder mit so Themen wie Schmetterlinge im Bauch oder frisch verliebt sein, irgendwelche Anime-Figuren, die sich küssen. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, wenn du so siehst, okay, deine Ex, auf die du noch stehst, ist wieder frisch verliebt, Bruder, das tut weh. Das tut weh. Sie darf es, aber es tut weh. Ploppten immer mehr Indizien auf, dass Mara in Unge verliebt ist. Es hat mich einfach krass verletzt und ich habe mich da so richtig reingesteigert. Also und ganz kurz, das ist ein absoluter unbroiger Move, wenn Unge was mit Mara gemacht hat, obwohl die vorher mit Vic zusammen war. Das verletzt den Bro-Code. Das verletzt den Bro-Code, Alter. Also ich bin immer auf ihr Tumblr gegangen und habe so geguckt, habe mich basically selbst verletzt. Und klar, könnte sie jetzt als Single theoretisch machen, was sie will. Aber ich wollte einfach nicht, dass sie was mit einem Kollegen von mir... Also ganz kurz, sie darf, er nicht. Ich finde, er darf nicht. Das verletzt den Bro-Code, hundertprozentig. Wenn jetzt, zum Beispiel, ich habe letztens zum Kollegen gesagt, ey, wenn du mich fragst, so zum Beispiel über meine Ex-Freundin, hey, ich könnte da was Lockeres mit der starten, die ist da, also keine Beziehung, sondern einfach nur so ein bisschen Spaß haben. Und du würdest mich fragen, ob das okay ist. Also jetzt, das ist jetzt ein paar Jahre her, die Beziehung, ne? Jetzt, oder 2 Jahre ist jetzt her, die Beziehung. Dann hätte ich gesagt, ey, ist fein, wäre ich mit down. So wäre mir wirklich, also egal, oder würde ich mich sogar für ihn freuen, für sie jetzt nicht, aber für ihn. Ne, so dachte er einfach so, ein bisschen bimsen. Aber wenn er mir das nicht sagen würde, wäre ich todesangepisst auf ihn. So, wäre ich todesangepisst auf ihn. Das wäre, würde die Freundschaft killen. Anfängt. Und vor allem nicht so kurz nach unserer Trennung, da ich ja noch Gefühle für sie hatte. Sollte man doch nachvollziehen können, oder? Und voll. Ich dachte mir damals so, selbst wenn euch das nicht juckt, dann sag mir doch wenigstens die Wahrheit. Läuft da was zwischen euch beiden? Erst habe ich Mara gefragt und sie antwortete, nein. Simon ist so etwas wie mein bester Freund. Ah. Ich will nichts von ihm. Und ich habe ihr geglaubt. Kurze Zeit später gab es einen Tag, da habe ich mich mit Simon getroffen und 2 weiteren Freunden, um in Köln so ein bisschen
zu longboarden und danach Foden zu gehen. Das war genau der Tag von diesem Foto hier, by the way. Und als wir dann später Sushi essen waren, ich habe das noch genau vor Augen, Simon sitzt rechts neben mir und ich so richtig vorsichtig. Simon, läuft da was zwischen dir und Mara? Und er defensiv, nein, ich mach mich doch nicht an deine Ex ran. Sie ist sowas wie meine beste Freundin. Keine Sorge, Bro. Boah, das tut weh, Alter. Also klar. Also, Vic hat ja am Anfang gesagt, das ist wichtig zu verstehen. Also, das sind jetzt gerade alles zwischenmenschliche Beziehungen, die eigentlich nichts mit Internet zu tun haben. Das sind einfach Sachen, die natürlich nicht cool sind, aber ja, ja. Es verletzt sehr doll den Bro-Code. Sehr, sehr doll. Aber ernsthaft? Es beruhigte mich erstmal. Aber durch Hörensagen und kryptischen Tweets und Maras Tumblr und vielen anderen Indizien dachte ich mir so, okay, irgendwie, also entweder lügt mich einer an oder beide tun es. Und dann gestand mir Mara tatsächlich etwas. Sie sagte, du, ich habe tatsächlich Gefühle für Simon, aber er hat keine Interesse an mir. Keine Sorge, deswegen wird da nichts laufen. Das finde ich okay. Das finde ich, wenn das die Weite wäre, das fände ich vollkommen okay. Aus dem Nichts. Also klar, ist weird, dass sie vorher gelogen hat, aber ja. Ich war mega schockiert, weil das, was ich befürchtet habe, sich zumindest in Teilen bewahrheitet hat. Ich war also nicht paranoid. Aber diese Angst in der Brust, die ging irgendwie nicht wirklich weg, weil ich dachte, da muss mehr hinterstecken. Dieser Grübelzwang wurde von Monat zu Monat immer krasser. Also ich habe mich irgendwie ohnmächtig gefühlt, so als könnte ich gar nichts machen, als wäre ich irgendwie in so einem Käfig gefangen. Ich wollte einfach die Wahrheit wissen, damit ich damit abschließen konnte. Aber gleichzeitig hatte ich Angst davor. Ja, die Indizien wurden immer mehr und gebrochen war ich auch immer mehr. Und irgendwann freundete ich mich mit der ex-besten Internetfreundin von Mara an. Ich glaube auch unterbewusst nur, um durch sie an die Wahrheit zu kommen. Checkt ihr? Finde ich im Nachhinein auch nicht so cool, mit dem Vorwand dann Antworten zu kommen. Ja. Aber was soll ich sagen? Ich war einfach verzweifelt. Naja, später wurden wir tatsächlich echte Freunde und ich bin ihr echt vieles dankbar. Irgendwann schrieb mir Maras ex-beste Internetfreundin, hey Vic, ich habe dich jetzt relativ gut kennengelernt die letzten Wochen und du tust mir einfach nur leid. Und ich daraufhin, was meinst du damit? In dem Moment schickt sie mir einfach über 10 Screenshots und obwohl die noch laden mussten, erkannte ich schon, dass es WhatsApp-Chatlogs sind. Und ihr könnt euch vorstellen, wie krass mir mein Herz in die Hose gerutscht ist. Einfach nur, weil ich genau wusste, was jetzt auf mich zukommt. Ihr kennt das bestimmt. Nein. Ihr befürchtet etwas Schlimmes und auf einmal kommt eine Person auf euch zu und ihr wisst schon, okay, die Person wird mir gleich meine Befürchtung bestätigen. Das ist wie, wenn man zum Treffen hingeht und weiß, ey, die Beziehung ist gleich vorbei. Dieses, das Schlimmste, was passieren kann, passiert mäßig. Oh, das ist so ein ekliger Moment, Alter. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Die Brust zieht sich zusammen. Man wird panisch. Wie schon gesagt, alle Bannen, die Namen schreiben, ne? Danke. Der Atem stockt. Ihr kennt das bestimmt. Aber was genau waren jetzt diese Chatlogs? Das war ein privates Gespräch zwischen Mara und ihrer ex-besten Internetfreundin, wo sie schwarz auf weiß bestätigte, dass zwischen Mara und Simon tatsächlich etwas läuft. Also, dass sie sogar miteinander geschlafen haben und so. Und ich lese das so. In mir dreht sich ein Schalter um. Und ich habe Simon direkt angeschrieben. Ich war übertrieben sauer. Ich wollte einfach wissen, warum er mich anlügt. Und jetzt wird es krass, weil er entschuldigte sich nicht bei mir, sondern er schrieb, dass Mara sich das nur einbilden würde. Mara würde anderen ja nur erzählen, dass zwischen den beiden was läuft, weil die das unbedingt so will und sie hätte eine Wahrnehmungsstörung. Boah, das ist hart. Ha. Also vorher, bis hier war es so ein, okay, persönliches Liebesdrama, geht uns quasi nichts an, aber er hat gesagt, man braucht ein bisschen Vorlauf, um es zu verstehen. Ab hier ist so, spiegelt sich so Charakter wieder, finde ich. Boah. Digga, das ist einfach, Mann, ey, das Kindheit wird immer mehr kaputt gemacht. Ich sag's euch so, wie es ist. Klar, im Nachhinein checkt man natürlich, dass es Gaslighting ist, aber in dem Moment wollte ich ihm glauben. Man will ja immer erstmal das glauben, was schöner für einen ist, ne? Für entschuldigt, dass ich ihn angegangen bin. Aber mein Unterbewusstsein checkte irgendwie, dass das nicht stimmen kann und ich fiel immer mehr in ein Loch. Also dieses Gefühl, es wurde halt immer schlimmer. Inzwischen ging das echt lange mit der Ungewissheit und mein Selbstwertgefühl war einfach nur im Arsch. Also ich wurde richtig depressiv. Ich schlief bis 17 Uhr oder einfach gar nicht. Meine Wohnung sah extrem scheiße aus. Ich war am Ende. Erinnert ihr euch noch an das Video von 2015 mit dem Titel Was ist mit Aiblali los? Wo ich unter anderem das hier gesagt habe. Jedenfalls habe ich ganze 6 Monate damit verbracht, mich verrückt zu machen mit irgendwelchen Gedanken. Und ich habe auch einen Hass entwickelt, den ich zuvor noch nie im Leben gespürt habe. Also ich habe noch nie vorher leidenschaftlich gehasst. Und für jemanden, der eigentlich eine harmonische Person ist, ist es das schlimmste Gefühl überhaupt. Tja, jetzt kennt ihr den wahren Grund. Boah, scheiße, Alter. Und das ist das fehlende Puzzleteil. Ich weiß, es gab noch viele andere Hinweise oder Hilfeschreie von mir. Gebt euch zum Beispiel diese Tweets von mir aus. Was steht da?
2015, von einem guten Freund der Gang, in Ordnung, auch davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Tweets von mir aus. 2015 scheint das Jahr zu sein, an dem das Leben mich auf brutalste Art und Weise testen will. Ich sag nur Challenge accepted. Im Jahr 2015, die einfach nur... Das war ein bisher verdammt unfaires Jahr für mich. Für die kommenden zwei Hälfte wird es Zeit, den Spieß umzudrehen. Und Non-Menschen sind. Jetzt ergibt es... Also ja, klar, das ist, sind so Tweets, die sind die macht man halt so, um ein bisschen Bestätigung zu bekommen. Deswegen, so jetzt 9 Jahre später, sind ein bisschen, weiß nicht, würde man nicht mehr so tweeten, was sage ich jetzt mal. Aber, boah, untermauert alles halt, was er sagt, ne? Alles viel mehr Sinn für euch. Und ich weiß, dass diese Tweets im Nachhinein ziemlich corny wirken, aber ja, yeah, genau. Ihr müsst halt verstehen, das war einfach Kompensation. Ja, es war komplett, man will Bestätigung, man will irgendwie mit Leuten quatschen, man will irgendwie was ins Internet reinschreien. Kennt man halt so, ne? Ich war halt depressiv und ich wollte irgendwie gehört werden, aber traute mich nicht öffentlich irgendwas zu sagen aus Angst vor einem großen Beef. Und ja, Digga, Alter, Unge ist ein big YouTuber, da was gegen sagen ist hart. Und ganz ehrlich, mental wäre ich da sowieso nicht auf der Wellenlänge gewesen. Das Gute ist, dass ich aber nicht alleine war. Also in der Zeit gab es ein paar Menschen, die mir beigestanden sind. Das war nicht auf meinem 2024-Bingo. Digga, nix war auf meinem 2024-Bingo. Und ja, versucht haben... Also, es war aber auch nicht, ganz kurz, egal, das geht um mich, es geht gerade nicht um mich, es geht um iBlali, deswegen gucken wir weiter. Wieder aufzubauen, zum Beispiel Jengis, mein Kumpel Vince und vor allem Julian Bam. Ju legte mir mal folgendes Zitat nach, ich glaube, das war von Bullet for my Valentine oder so. Wirf mich den Wölfen zum Fraß vor und ich kehre als Rudelführer zurück. Damit wollte er einfach nur aussagen, wenn du das hier... Das sind so alte Ju-Zitate, Alter. Das ist so richtig 2015 Ju, Alter. Erstmal durchgestanden hast... dann kommst du stärker zurück als je zuvor. Deshalb habe ich hier so einen Wolf als Tattoo. Also das ist actually der Grund. Und ja, auch wenn sich das Ganze fast ein Jahr zog, ging es mir zum Glück irgendwann besser. 2016. Nun springen wir ins Jahr 2016 und durch den Support von Freunden und viel Ablenkung habe ich es irgendwie geschafft, aus dieser depressiven Phase herauszukommen. Irgendwann meldete sich Mara wieder bei mir. Und ich weiß noch, wir trafen uns bei mir im Mediapark. Wir saßen da am Wasser, genau hier. Und sie gestand mir endlich, dass zwischen ihr und Simon tatsächlich etwas lief. Und es würde ja aufrichtig leid tun, ja, dass sie mich angelogen hat. Zu dem Zeitpunkt ja, war ich schon mehr oder weniger darüber hinweg. Und ich fand es ja auch glaubwürdig, deswegen nahm ich ihre Entschuldigung an. Hätten an meiner Stelle vielleicht nicht alle gemacht, aber ganz ehrlich, ich wollte einfach nur Peace. Noch eine kurze Sache zu Mara. Also es ist jetzt nicht super schwer herauszufinden, um wen es sich bei Mara tatsächlich handelt. Ja, lasst sie in Ruhe, Freunde. Es geht um Vic, es geht um Unge und lasst es... Lass sie in Frieden, weil das ist halt auch 9 Jahre her. Es geht halt nur um die Vorstory, warum die beiden halt Beef haben. Oder wenn sie sich nicht mögen. Aber bitte nervt sie nicht mit dem Thema. Ja, sie hat Fehler gemacht. Man muss aber bedenken, dass es vor 9 Jahren war. Und da war sie auch noch relativ jung und ich habe ihr ja verziehen. Heutzutage ist alles okay zwischen uns. Und soweit ich weiß, will sie mit dem Thema einfach in Ruhe gelassen werden. Und ja, ich respektiere das. Deswegen bitte respektiert das auch. Ich ziehe sie auch nicht gern hier rein, aber ich musste 2015... vollständig erklären, weil es später noch wichtig wird. Sie hat sich bei mir dafür entschuldigt, aber wisst ihr, wer sich nie dafür entschuldigt hat? Ja, Simon Unge. So. Ach, Digga. Also man kann ja Fehler machen, aber man muss auch dafür gerade stehen. Okay, da gehen wir gleich rein. Es gibt noch neue Tweets von Simon. Bruder, es gibt neue Tweets von Simon, da gehen wir am Ende vom Stream rein, Freunde. Boah. Ja. Ja. Soweit ich weiß, bestreitet er das heute noch. Schaut erst das Video, es kommt zum Schluss. Ah, okay. Nicht mal ein Sorry Bro, wie das damals gelaufen ist, war nicht cool von mir, war drin und ich, keine Ahnung, ich finde das einfach schade. Puh, 2000. Trimax hat ja angekündigt, dass noch mehr Leute dieses Jahr exposed werden. Puh. True. Oh mein Gott. Trimax hat's gecalled. Ach du Kacke. 2018. Nun befinden wir uns im Jahr 2018. Ich habe mit Streamen angefangen. Mit Mara hatte ich kaum noch Kontakt. Also wir schrieben nur so ein paar Mal im Jahr. Und Unge hatte seinen Milch-ist-Gift-Skandal, falls ihr euch erinnern könnt. Ich glaube, an meiner Stelle hätten wahrscheinlich viele gedacht, boah, mit so einem Menschen will ich nie wieder was zu tun haben. Aber irgendwie tat er mir ein bisschen leid, weil zu dem Zeitpunkt wurde ich selber vegan. Und ich fand nicht, dass er mit jedem Punkt Unrecht hat. Also ein paar Sachen fand ich ganz gut. Ihr müsst halt auch verstehen, dass ich im Kern kein nachtragender Mensch bin. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mich mit ihm wieder zu vertragen nach 3 Jahren. Also ich glaube, ja, da kickt er einfach wieder die Harmoniebedürftigkeit. Vielleicht dachte ich auch, dass mir das... irgendwie Seelenfrieden beschert. Also es gab zuvor auch ein paar Annäherungsversuche. Und bei diesem Milch-Es-Gibt-Skandal stellte ich mich öffentlich auf seine Seite und signalisierte ihm damit, hey, ich möchte nicht mehr wütend auf dich sein. Also auch wenn er bis dato
sich nie bei mir entschuldigt hat. Das hatte ich inzwischen schon akzeptiert. Ja, und darauf lud er mich zu sich nach Hamburg ein. Da war er schon mit Sabine zusammen und lebte in dieser Streaming-WG mit Mimi, falls ihr euch an die Zeit erinnert. Wir sprachen nicht über die Mara-Sache aus 2015, auch wenn ich es persönlich cool gefunden hätte. Ich habe mich nicht getraut, es anzusprechen, weil ich irgendwie Angst hatte, wie er reagieren könnte. Und er selbst hat es auch nicht angesprochen, aber wenigstens war sozusagen alles wieder gut zwischen uns. Zumindest bis 2019. Im Jahr 2019 gab es so eine WhatsApp-Gruppe unter engen Freunden. Da waren zum Beispiel so Leute wie Nick, Cengiz und noch ein paar andere Leute. Und eines Tages hat sich Mara plötzlich öffentlich zu Simon geäußert und so etwas gesagt. Wenn Ju etwas zu Umo und Anni sagen würde, wäre krass. Wird, glaube ich, nicht passieren. Glaube nicht. Sagt wie, man könnte sagen, ich liebe diesen Menschen, also Simon, aber versteht das nicht falsch. Freundschaftlich, nie romantisch. Und ich sehe das so und denke mir, ah yes. Weil meine Freunde und ich ja die Vergangenheit kannten, haben wir uns untereinander kurz darüber lustig gemacht. Ung hat sich auch nur gedacht, Bros before Hoes. Also es war nicht mal als böser Angriff auf Simon gemeint. Zu dem Zeitpunkt haben wir alle aus der Gruppe mit ihm sympathisiert. Und einer in der Gruppe, der kannte die Story noch nicht so richtig. Und ich habe ihn so ein bisschen, aufgeklärt. Zwischenzeitlich wurde ich auch ein bisschen ernst in der Gruppe und schrieb so etwas wie, ich glaube aber, beziehungsweise hoffe, dass er daraus gelernt hat, und dass ich auch keinen Hass mehr gegen Mara empfinden würde. Einfach nur, um deutlich zu machen, dass von meiner Seite kein Hate mehr ausgeht. Alter, das Gewitter. Wild. Auch die eine Person in der Gruppe, die die Story zuvor noch nicht so richtig kannte, konnte das irgendwie nicht glauben. Also der hatte eine sehr hohe Meinung. Ja, es kracht im Internet, ich weiß auch! Sorry. Von Simon und dachte sich so, hä, das kann doch nicht sein. Und was tut er? Er geht zu Simon und snitcht. Warum auch immer hat er Simon über unser privates Gespräch berichtet. Oh. Und Simon ist daraufhin komplett eskaliert. Also der wollte auch eine kurze Zeit mit uns allen nichts mehr zu tun haben. Man kann sich darum streiten, ob dieses Rumjoken wirklich nötig war. Aber ihr müsst halt bedenken, erstens, es war unter engen Freunden und ich finde, das darfst du machen. Und ich finde, der da gesnitcht hat, ja, ne. Nicht öffentlich. Und zweitens haben wir es ja nicht mal böse gemeint. Die Snitch hat sich dann irgendwann bei mir dafür entschuldigt. Und ich habe ihm verziehen. Ich habe damals jedem verziehen. Im Nachhinein glaube ich einfach, dass Simon super unangenehm war, weil er bis dato immer noch versucht hat, die Story geheim zu halten und sich auch immer noch nicht entschuldigt hat. Trotz alledem entschied ich, mich wieder bei Simon zu entschuldigen. Einfach. Ja, harmoniebedürftiger Mensch, ne? So nach dem Motto, People-Pleaser. Man will es allen recht machen. People-Pleaser, man will es allen recht machen, ja. Nur weil ich keinen Bock auf einen neuen Konflikt mit ihm hatte. Also vor allem nach dem, was alles zuvor passiert ist. Während ich das hier erzähle, merke ich einfach, wie fucking unterwürfig ich damals war und wie ich immer meine eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt habe. Ich glaube, das ist heute auf jeden Fall besser. 2020. Wisst ihr noch, als gefühlt alle YouTuber auf Madeira waren, um da Urlaub zu machen, wo auch dieser Beef zwischen Tanzverbot und Abdel war. Wir hatten unsere Airbnb oben in den Bergen und Simon beschloss von selbst, uns regelmäßig zu besuchen, um ja, einfach mit uns zu chillen. Und eines Abends habe ich mich neben ihn aufs Sofa gesetzt und habe zu ihm gesagt, ey, ich wollte nur noch mal sorry sagen für die Sache mit der WhatsApp-Freundesgruppe vor einem Jahr. Und er darauf, ey, ist cool, ich dachte einfach nur, du wärst über diese Mara-Sache hinweg. Und ich bin ich auch. Alles entspannt. Er sagte sogar noch, wie cool er das von mir findet, dass ich damit auf ihn zugekommen bin. Und ja, wir zocken den ganzen Abend Smash zusammen. Hier habt ihr nochmal eine Instagram-Story davon und merkt euch dieses Gespräch, weil das wird noch wichtig. Okay. Was? Wir sind wirklich in so einem anderen MCU-Universum, Mann. Wir sind wirklich in einem anderen MCU-Universum. Checkt, ich bin jemand, der viel nachgibt und einsteckt, solange ich dafür Frieden und Harmonie erreichen kann. Und dieses die eigene Bedürfnisse zurückstecken, das war schon immer ein Problem bei mir. Das ist, by the way, auch ein big Thema in meiner aktuellen Therapie. Aber ja, mein Verhältnis zu Simon zu dem Zeitpunkt war echt positiv. Wir drehten sogar zusammen ein Video für meinen Channel. Wir gingen mit den anderen Eis essen. Alles wirkte positiv. 2021. Okay, jetzt kommt das Jahr, worum es in diesem Video eigentlich gehen soll. Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also hauptsächlich. Und ihr werdet gleich checken, warum es so wichtig war, alle Jahre davor mitzunehmen. Ich wollte wie viele andere auch nach Madeira ziehen und kurz vor meinem Umzug war mein Verhältnis zu Simon eigentlich immer noch ganz gut. Es gab zum Beispiel dieses Humble Rumble Smash Turnier, wo wir auch mehrmals gegeneinander antraten und dann im Anschluss bei Team Discord über diese Matches redeten. Und deshalb dachte ich, dass... Digga, da war ich sogar auch dabei, da habe ich sogar gegen Vic gespielt. Ich habe sogar einmal gegen Vic gewonnen. Fein wäre, wenn ich Simon privat anschreibe und ihn frage, also eine Frage stelle bezüglich meines Umzugs. Weil ich hörte von so einer deutschen Ansprechpartnerin auf Madeira, die deutschen Zugezogenen hilft,
dort die Bürokratie abzuwickeln mit Steuerberater und so weiter und so fort, was halt mega hilfreich ist, wenn man ins Ausland zieht. Und ich habe dann Simon so richtig nett angeschrieben, hey Simon, was geht? Ich habe von dieser Ansprechpartnerin... Eines der besten Power-TJ-Videos. Ach so, wo ich gegen Vic gewonnen habe. Ja, Digga, ich hab's dir auch manchmal echt gern angeguckt, weil ich mich so gefreut habe, gegen ihn zu gewinnen. Boah, Alter. Digga, das ist Drama, ne, wirklich. Ich will YouTube 2014 zurück. 2014 dachte ich schon so, ich will YouTube 2012, aber jetzt denke ich mir nur, YouTube 2014 war Prime, danach ging alles nur noch den Bach runter. ...gehört, hast du zufällig ihre Nummer? Und ich habe jede Antwort erwartet, außer die, die jetzt kommt. Er sagte mir nein. Er wird mir keine Nummer geben und er möchte auch nichts mit mir zu tun haben, aber er könne mich ja nicht aufhalten, wenn ich auf die Insel ziehe. Holy shit, was geht denn jetzt ab? Ha, Amanda droppt eine Bombe. Boah, ich bin so gespannt, Alter. Ich war völlig schockiert und ich wusste erstmal gar nicht, was ich antworten soll, weil der letzte Stand war ja, dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Natürlich fragte ich erstmal nach dem Grund für seine Reaktion und es hatte anscheinend immer noch mit dieser alten WhatsApp-Freundesgruppe zu tun von 2019 und ich so, hä? Aber wir haben uns doch letztes Jahr vertragen. Und er, nein, für mich war das nicht so. Ich hab dir nicht verziehen. Und basically war er einfach nur nett zu mir, weil da noch andere Leute waren. Bro. Oh, ich verstand die Welt nicht mehr. Das hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Aber ich wollte mir meinen Umzug durch sowas nicht kaputt machen und habe mich dann einfach alleine um alles gekümmert. Dann fliege ich nach Madeira für Wohnungsbesichtigung. Das war ein wichtiger Termin für mich. Und plötzlich sehe ich, Simon macht öffentlich Tweets gegen mich. Er schrieb so etwas wie, wie kann man in der Pandemie einfach nach Madeira fliegen? Ja. Was ist das für ein Zeichen? So unmoralisch, bla bla. Und ich bin wieder schockiert, weil ich mir echt nicht vorstellen konnte, dass es wegen Corona ist. Also mir persönlich kam das eher vor wie ein Vorwand, um mich davon abzuhalten, auf seine Insel zu ziehen. Hat er mir ja schon zuvor privat deutlich gemacht. Also, dass er das nicht möchte. Der Gedanke hat sich dann auch direkt bestätigt, weil nur ein paar Tage später... Also ich kenne das noch damals, diesen Shitstorm, den er bekommen hat, als er in der Corona-Pandemie geflogen ist nach Madeira. Ich kann immer verstehen, wenn er eine Wohnungsbesichtigung hat, dass man es macht. Ich fand es damals auch so, boah, Digga, wir sind mitten in der Pandemie, dies, das, mach doch nicht. Aber ja, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, Bruder, das ist mir so wichtig, ich will das jetzt machen. Also ich kann da irgendwie beide Seiten checken. Flog Fritz Meinecke nach Madeira. Zuvor hat Simon gesagt, es wäre kein gutes Zeichen, in der Pandemie einfach rüberzufliegen, während alle anderen zu Hause bleiben. Ja, jetzt ist Fritz Meinecke auf Madeira und wie reagiert Simon? Er hängt mit ihm, er dreht Videos mit ihm. Kein Wort von, boah, in der Pandemie geht das gar nicht. Diese Doppelmoral merkt nicht wenige. Es schrieben sogar Leute, okay, warum findet er das bei Vic so problematisch und bei Fritz Meinecke soll das cool sein? Und Simon sah sich genötigt, ein Statement zu machen, wo er so etwas gesagt hat wie, ja, mich stört ja gar nicht, dass Vic nach Madeira geflogen ist, sondern wie er es gemacht hat, mit dem Foto da. Aha, das klang vorher aber noch anders. Simon wusste, dass mir der Termin wichtig ist. Also der wusste generell über alles Bescheid, was ich da mache. Es hat mich einfach so wütend gemacht, weil er diese Moralkeule ausgepackt hat, um mich klein zu halten. Und ich habe mich nur gefragt, musste dieser Tweet jetzt wirklich sein gegen mich? So, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann geh mir doch einfach aus dem Weg. So schwer kann das doch nicht sein. Bro, auf der Insel leben 250.000 Menschen, als ob man da nicht koexistieren kann. Warte mal, wohnen da nicht sogar mehr? Nein, Bro, auf der Insel... Ah, nee, ich dachte, auf Funchal leben 250.000, dachte ich. Okay, nee, Funchal... Ah, nee, Funchal sind, glaube ich, 100k ungefähr. ...leben 250.000 Menschen, als ob man da nicht koexistieren kann. Ja, dann kam es zu einem kleinen öffentlichen Beef mit Simon und ich drehte ein Video und wieder... war die Angst vor einem Riesenkonflikt zu groß. Wieder habe ich mich für irgendeinen belanglosen Mist gerechtfertigt und ja, ich habe mich nicht getraut zu sagen, was wirklich Sache ist. Nur mal in so einem Stream, aber eher kryptisch und ohne so richtig darauf einzugehen. Also quasi so eine Light-Version von diesem Video hier. Aber aus Verunsicherung löschte ich die VOD und kurze Zeit später hieß es von Simon, dass er diesen Stream gesehen und aufgezeichnet hat. Wo ich mir so dachte, okay, und nun? Simon. Okay, ich weiß ja nicht, was er gesagt hat. Und gehörte nicht zu den Gründen, warum ich nach Madeira ziehen wollte. Also ich sag das nur, weil damals gab es immer Leute, die geschrieben haben, okay, wenn du dich mit Ungen nicht verstehst, warum ziehst du dann auf seine Insel? Und ja, Bullshit. Ich dachte mir jedes Mal, Bro, ich glaube, ihr nehmt den Titel Inselkönig ein bisschen zu ernst. Das ist nicht Simons Insel, das ist eine portugiesische Insel, auf der 99% Portugiesen leben. Und Simon ist einfach nur ein deutscher Zugezogener, wie wir alle. Egal, wie bekannt man ist, wie reich man ist und wie viele Immobilien man dort hat. Nachdem ich dann die Bestätigung für eine Mietwohnung auf Madeira bekam, schickte mir ein Influencer-Kollege aus Madeira eine sehr seltsame Sprachnachricht, wo er so etwas sagte wie, bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist, nach Madeira zu ziehen? Also glaubst du, dass du auf dieser Insel wirklich glücklich sein wirst? Ich habe eine Vermutung sogar, wer es sein könnte. Ich bekam dann ein sehr mulmiges Gefühl, aber
Auf Nachfrage habe ich keine richtige Antwort bekommen. Und als ich dann final nach Madeira zog, merkte ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. YouTuber und Streamer auf Madeira, mit denen ich zuvor gut war, antworten mir auf einmal nicht mehr und einer hatte mich sogar blockiert, obwohl ich ihm nie was getan habe. Dann erzählte mir jemand im Vertrauen, dass Simon zuvor versucht hat, alle Influencer dort dazu zu bringen, dass sie sich von mir fernhalten. Boah, das ist halt echt hart, ey, Mann, das ist echt scheiße. Boah, das ist echt scheiße, Mann. Boah, so ein Ausgrenzungsding knallt anders, Mann, das ist echt kacke. Ungedenkt erst der Boss, ja. Und das Ding ist, in gewisser Weise war er es ja damals sogar, wenn du das so siehst. Also, es hat ja geklappt, er war ja wie der Boss. Ist das kacke. Und ihr dürft das nicht verwechseln, Simon hat nicht einfach nur ein bisschen doof über mich geredet, weil er mich nicht mochte. Zusammengefasst, Simon hat da alle möglichen Influencer kontaktiert, ihnen gesagt, dass man sich unter keinen Umständen mit mir treffen soll. Boah. Sondern es ging schon sehr in Richtung Hetzkampagne, in der alle möglichen Leute involviert wurden. Wie zum Beispiel Nier, der zu dem Zeitpunkt noch mit Simon zu tun hatte. Ich weiß nicht, es war halt super weird, verstehst du? Das war doch ganz am Anfang irgendwie, dass er dann halt auch gesagt hat, du kommst rüber und bla bla bla, aber egal, ich werde allen, also der wird hier auch keine Wohnung bekommen, ich habe allen schon Bescheid gesagt oder ich sage allen Bescheid oder sowas, dass die dir nichts vermitteln, irgendwie sowas in die Richtung. Da sind ja auch so deutsche Vermittler teilweise, ne? Oder halt allgemein bei diesem Madeira Legacy und die haben ja mehrere Leute da. Und da weiß ja vielleicht auch nicht jeder Bescheid so. Ich fand das irgendwie so erschreckend, weil vorher war halt dieser Vibe, dass alle zusammen auch mit dir online gezockt haben. Ich meine, auch Simon mit dir gezockt hat online bei Humble Rumble und sowas. Als das dann kam, dann habe ich halt so gedacht, hä? Also es hat für mich keinen Sinn gemacht und irgendwie war das dann so, es war ein sehr... Alter, es macht gerade voll Sinn. Ich habe mal versucht, ein Mario Kart Turnier zu organisieren. Und ich habe Influencer auf Madeira eingeladen. Ich nenne jetzt gar keine Namen. Aber ich wurde gefragt halt, wer ist denn so dabei so. Ich dachte, das ist halt, um abzuchecken, ob das eine coole Runde wird. So, ne? Und es war eine coole Runde. Es waren teilweise sehr coole, große Leute auch dabei. Und mir haben zwei Leute abgesagt. Es macht voll Sinn gerade. Es ergibt voll Sinn, dass... Ich weiß ja nicht, wegen wem wir abgesagt wurde, aber ich habe zwei Nachrichten erhalten. Nee, wenn das Teilnehmerfeld ist, bin ich nicht dabei. Das war, glaube ich, nicht... Unger hat das nicht gesagt. Aber ich weiß ganz genau, dass mindestens eine Person sowas gesagt hat. Boah, ich hätte, glaube ich, sogar noch die Chats. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt stimmt, ob das wegen Vic war. Weil ich bin mir sehr sicher, dass ich Vic auch schon gefragt hatte vorher. Und er auch schon dabei war. Also auf jeden Fall war er geplant, also ich hab's nicht 100% vor Augen, aber es war auf jeden Fall geplant, dass er mitmacht und ich habe auf jeden Fall ein oder zwei Influencer haben deswegen abgesagt. Und ich müsste sogar einen Chat noch finden. Warte, ich will ganz kurz was checken, habe ich den Chat noch? Es kann sein, dass es eine alte Nummer war. Ja, es kann sehr gut sein, dass es eine alte Nummer war. Ja, okay, in dem ist es nicht mehr drin, ja, scheiße. Ja, es... Ganz viel Liebe an Vic. Ja, AJ, danke für die 2,50 €. Ja, auf jeden Fall ganz viel Liebe an Vic. Kacke. Ja, aber es ergibt voll Sinn. Es ergibt übertrieben Sinn. Ein sehr, sehr, sehr bedrückendes Gefühl, die ganze Zeit so zwischen so Fronten zu stehen, sag ich mal, die einem da so reindrängt. Wenn man auf mich einredet, dann fühle ich mich sehr... Frag mich, was jetzt mit der WTF-Brand von Papa Platte und Unge passiert? Die bewerben die beide ja nicht mehr. Papa Platte macht ja keine Werbung mehr dafür und Unge ja auch eigentlich. Ich habe auf jeden Fall keine richtige Werbung von beiden gesehen. Eingeengt und so. War einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich dachte mir so, boah, ich will einfach gerade gar nicht mehr online oder sonst irgendwo existieren, weil diese komplette Situation einfach total dumm und übelster Kindergarten ist und total unfair dir gegenüber halt. Ob Simon sich jetzt wirklich bei meinem Vermieter gemeldet hat oder nicht, das konnte ich leider nicht herausfinden. Aber mein Ansprechpartner bei Madeira Legacy, der kannte Simon tatsächlich und hat mich im Auto sogar auf ihn angesprochen, hat gefragt, ob ich ihn kennen würde und das hat mich total überrascht. Ich dachte mir, okay, was geht jetzt ab? Ergo, Simon hätte zumindest die Möglichkeit gehabt. Und wenn das stimmt, dann wäre das komplett insane. Und die Ex-Freundin von Toni Pirosa... Das hat ja schon damit angefangen, dass Simon seinem Makler gesagt hat, er solle dir nicht helfen. Viele andere Sachen, die ich mitbekommen habe, waren auch einfach nur Albtraum. Aber ja, das mit dem sektenähnlichen Walten stimmt vollkommen. Oder was ist denn das mit dem Sekten-Scheiß so?
auch dieses Ding mit Hand of Blood, also er hat sich dafür entschuldigt, so, er hat gesagt, ey, das war voll scheiße von mir damals. Aber was ist das denn? Rosa, die zu dem Zeitpunkt auch auf Madeira gewohnt hat, konnte... Ich war schockiert, wie er am Anfang gesagt hat, dass du nicht auf seine Insel ziehen willst. Mir das später auch bestätigen. Ich glaube, ihr versteht langsam, was ich damals meinte mit Madeira fühlt sich wie eine Sekte an. Rachel hat da damals auch geschrieben, und zwar, dass mich alle auf der Insel hassen würden, weil ich so ein Dreck... Warte mal, was steht da oben? Solange du Iblali folgst, kann ich denen nicht zeigen, wie du aussiehst. Wenn sie dein Profil finden, peinlo. Ja, und alle hier auf der Insel hassen ihn. Doch nur auf Twitter. Der ist, das ist Red Flag. Soll ich ihm jetzt entfolgen? Nee, ist doch nur Spaß. Also es hasst ihn wirklich jeder, weil er ein richtig dreckiger Bastard ist. Ganz kurz. Ich finde das hier gerade das mit Abstand abgefucktesten. Also das hier ist gerade, das knallt komplett. What the? Deine Freundin muss einen Influencer entfolgen, weil alle ihn auf hassen und er ein richtig... Also ich bin kein Fan von Chat-Nachrichten, aber Bruder, das hier knallt komplett. Boah. Ich brauche ein Stresseis, Alter. What the f... Ja, das war jetzt gerade irgendwie der Beweis für... Eine bestimmte Zeit ist jetzt komplett im Arsch bei mir im Leben, Alter. Digga, ja, Wetter, ich check auch, ist kacke, ne? Ach du Kacke, Alter. Schade, mein Ungemausbett, ja. Ich habe letztens noch eine Tasse von Anni weggeworfen. Also der ist gerade komplett, der knallt komplett. Dreckiger Bastard bin. Aber warum ich jetzt so ein dreckiger Bastard sein soll, konnte Simon nicht konkretisieren. Und könnt ihr euch noch an meinen Beat mit ABK erinnern? Da hat ABK das hier gesagt. Kommt noch aus der Ecke, dieser Eiblasi-Suppe geschissen. Du sei mal ganz leise, Junge. Das Ungemi für Storys über dich erzählt, was du mit deiner Ex-Freundin gemacht hast. Was, Bruder? Übrigens, nichts gegen ABK, ich habe da gar keinen Beat mehr mit dem. Es ist absolut krank, was Simon alles versucht hat, um mich da irgendwie zu diffamieren. Aber ich frage mich, warum? War ich so eine Bedrohung für ihn, für sein Leben dort? Anton, aka Erased, das ist die Person, mit der Simon 2015 am häufigsten zusammen war, hat zu dem Zeitpunkt auch auf Madeira gewohnt und er war der Erste, der auf mich zukam, um sich meine Sicht der Dinge anzuhören. Er fand meine Seite glaubwürdig und traf sich weiter mit mir, was ich ihm bis heute mega hoch anrechne. Da hat Simon angefangen, so ein bisschen zurückzurudern und manchen Leuten gesagt, ja, wenn du dich mit ihm treffen willst, dann mach das, ich halte dich nicht auf, aber den trotzdem signalisiert, dass er das nicht cool fände. Er hat auf jeden Fall gesagt, ja, du kannst ja auf jeden Fall was mit dem machen, so. Ja, ich will das ja nicht verbieten, aber gleichzeitig einem dann die ganze Zeit das so schlecht reden, das wirkt so wie, ja, natürlich, geh mit deinen Freunden heute Abend und guck ich halt den Film alleine zu Hause, dass man weiß, okay, später ist die Person sauer. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie schlimm dieser Mann. Da ging es der Anibifia Kindergarten. Boah. Okay, Kindergarten würde ich jetzt nicht sagen. Ich will das jetzt nicht ranken, was schlimmer ist. Digga, was zum... Madeira Zeit für mich war. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr zieht auf eine fremde Insel, in ein fremdes Land. Und dann habt ihr das Gefühl, ihr befindet euch auf so einem feindlichen Territorium, wo euch gefühlt alle hassen. Ich hatte irgendwie Angst, rauszugehen und irgendwelchen Streamern über den Weg zu laufen. Manchmal ist das sogar passiert. Und das war so, dass sie so ganz gehemmt Hi gesagt haben und dann schnell weitergegangen. Also es war... Es war mega unangenehm. Ich glaube, das war für die auch mega unangenehm, aber niemand wollte es sich mit... Ich kann es jetzt direkt machen. Warte ganz kurz. Ansage an Unge. 100%ig real. Bitte verpiss dich, niemand vermisst dich. Immer wenn ich jetzt was Neues höre, wo ich mir denke, ist es ein abgefuckte Scheiße, kommt der Ausschnitt jetzt. Digga, was ist das denn, Mann? Meine, dieser Song! Ich hätte diesen Song nicht machen dürfen. Weil seit es diesen Song gibt, geht alles diesen Berg aber anders runter. Bruder. What the fuck? Unge verscherzen. Boah, ich weiß noch, einmal habe ich über Tinder eine deutsche Frau dort kennengelernt. Und das hat sich herausgestellt, dass sie ein paar Madeira-Influencer kannte. Wir treffen uns so und plötzlich droppt sie. Ja, ich habe jetzt schon mehrmals gehört, dass man sich von dir fernhalten sollte, aber du bist ja eigentlich ganz nett. Ist das kacke, Digga, ist das kacke. Es gab ja schon davor so viele Mikrosituationen, aber das hat mir irgendwie, also da habe ich wieder so richtig Panikgefühle bekommen. Ich wurde richtig paranoid. Ich glaube, das ist auch diese kognitive Dissonanz, die Reef mal angesprochen hat, weil ich kann mich an die ersten 3 Monate auf Madeira kaum erinnern. Ich war einfach nur im Überlebensmodus. Meine Therapeutin hat mal dazu gesagt, wir haben eine Grundangst in uns. Also damals in der Steinzeit, wenn du ausgeschlossen wurdest, dann bedeutete das quasi den Tod für dich, weil alleine bist du gegen den Säbelzahntiger nicht, also du hattest... Der Typ, der 2,50 Tonnen, der muss sich fühlen wie Main Character. Keine Chance, du warst tot. Und diese Angst, die schlummert immer noch in uns allen, da hat die einfach komplett gekickt. Das war so eine psychische Tortur und ich habe dann irgendwie, ja, ich habe einfach nur funktioniert. Aber ich habe mir auch versucht, öffentlich nichts anmerken zu lassen,
was nicht immer funktioniert hat. Ist übrigens gut, Freunde, weil das Leben muss weitergehen. Man darf sich davon nicht unterknicken lassen. Man darf Pause machen, aber jetzt kommt was. Also man kann sowas droppen, man kann so ein Video droppen und sagen, ey, das ist gerade alles scheiße hier, hundertprozentig. Aber man darf nicht in den Modus gehen, wo man quasi besiegt ist. Man darf nicht in den Besiegtheitsmodus gehen, das darf man nicht. Also es gibt super vieles. Und dann lieber gar nichts sagen und selber traurig sein, als öffentlich als besiegt dazustehen. Weil dann haben die Leute gewonnen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen toxisch, aber ist wichtig. Ich hoffe, man checkt, wie ich das meine, weil man kann es auch falsch verstehen, glaube ich. Aber ja. Von damals, wo ich die ganze Zeit so wütend bin und ja, lag einfach an der Gesamtsituation. Und dann noch dieses Video, wo ich leakte, was mir auf Madeira ungefähr widerfahren ist, aber natürlich ohne Namen zu nennen. Da habe ich auch noch so ein paar andere Beispiele genannt, warum ich zurück nach Deutschland ziehen will. Zum Beispiel, ich vermisse Bubble Tea oder auf Madeira gibt es kaum Leute, die Alternatives sind. Also ganz ehrlich, das war einfach nur, ich habe einfach irgendwas zusammengesponnen. Weil ich wollte das Video so darstellen, als wäre das kein reines Leak-Video, sondern als wäre der Leak einfach nur so ein Nebenpunkt. Ganz sneaky, damit ich mich zwar einigermaßen aussprechen kann, aber damit es auch nicht zu groß wird. Das sollte einfach keine großen Runden machen. Und ja, auch hier war die Angst vor einem Riesenkonflikt sehr, sehr groß. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich konfliktscheu und das empfinde ich auch nicht wirklich als gut, weil manchmal muss man halt zu seinen Bedürfnissen stehen und... Hundertprozentig muss man üben. Das nervt übertrieben, aber man muss es üben. Ja, das tue ich jetzt. I guess. Ich sag's, wie es ist. Es gab Momente, wo ich einfach nicht mehr wollte und zum Glück, wirklich zum Glück, hatte ich einen coolen Mitbewohner und zwar Vincent, der alles quasi mit... Vincent Macher, Alter. Ich kenne Vincent selber. Ich habe mit Vincent mal ein Stipendium bekommen. Ein Filmstipendium. Wir waren mal zusammen auf derselben... im selben Workshop drin. Cooler Typ. ...bekommen hat und mir immer beigestanden ist. Und was auch zu dem Zeitpunkt ganz cool war, nach und nach kamen Madeira-Influencer auf mich zu und haben sich dann bei mir entschuldigt. Es hat sich dann so ein bisschen angefühlt... Das ist aber schön. Also das freut mich gerade wirklich sehr. ...als würden nach dem Video damals Leute so schleichend die Seite wechseln. Aber ich glaube nicht nur wegen mir, sondern weil da manche auch an sich ein Problem mit Simon hatten. Also zumindest wurde mir das so mitgeteilt. Das sind aber so Sachen... Das liegt an Ihnen, darüber zu reden, wenn Sie möchten. Eine Zeit lang dachte ich, dass Toni Pirosa Mitverursacher ist, aber irgendwann quatschten wir über WhatsApp und der meinte mal in der Sprachnachricht zu mir, das ging damals alles nicht von mir aus, das ging hauptsächlich von der Person aus, dessen Name ich nicht nennen will. Und ich meinte so, Bro, dessen Name ich nicht nennen will, sag doch einfach Unge. Ihr könnt euch vorstellen, ich wollte so schnell wie nur möglich die Insel verlassen und zurück nach Deutschland, wo Freunde auf mich warten, Familie auf... Ganz kurz, was mich kirre macht. Digga, hier sind so zwei Spinnen auf seinem T-Shirt, ne? Alter, ich habe eine kleine Mini-Spinnenphobie. Also, die werden es okay so, aber... ...mich wartet, Leute, die einfach hinter mir stehen. Ich wollte einfach weg. Scheiß auf Madeira. Und überleg mal, das alles ist nur passiert, weil ich mich 2019 mit Freunden über die 2015 Mara-Sache unterhalten habe und wir eine Minute gewitzelt haben bezüglich einer Sache, wo Unge Fehler gemacht hat. Ja, boah, das ist ab. Die 250 haben einfach YouTube 2024 genukt. Nee, die 250 haben einfach 10 Jahre Kindheit kaputt gemacht, Digga. Also es ist gut, dass raus ist, versteht mich nicht falsch. Aber Bruder, es sind einfach gerade 10 Jahre Kindheit, fliegen gerade in alle Einzelteile. Absolut insane. 2015 und 2021 waren meine schwersten Jahre und mit beiden hatte einfach Simon zu tun. Ja, erst psychisch, dann hat er meinem öffentlichen Ansehen geschadet und... Ja, meinen Ruf innerhalb der Influencer-Szene wollte er gefühlt vernichten. Was glaubt ihr, warum ich dann kaum noch was mit großen YouTubern und Streamern gemacht habe? Ich hatte einfach Schiss. Ich wusste nicht, wer ist jetzt alles beeinflusst? Wer kann mich noch... Boah, ist das kacke, Alter. ...noch leiden? Wer findet mich insgeheim scheiße? Guck mal, alles, was ich wollte, war ein friedliches Leben auf Madeira so. Ich wollte einfach in Frieden meine Videos produzieren, ich wollte meine Community unterhalten, das war's. Krank. Einfach nur krank. 2022 bis... Heute. Nach Madeira habe ich dann wirklich alles getan, um irgendwie zu heilen. Ich habe mich mit Freunden getroffen, ich habe mich abgelenkt, ich habe mit Leuten geredet, ich habe Therapie gemacht, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. Und ich habe mich auch einigermaßen in der Szene rehabilitieren können. Also ich habe mich wieder getraut, mehr auf andere Influencer... Feli! Feli ist eine Maus. Feli ist einfach eine Maus. Ist eine der ersten Streamerinnen, mit der ich was gemacht habe. Feli ist einfach eine Maus. Letzten Sommer habe ich mich noch mit der... mit Feli in München getroffen. Da wurde mir mein Rucksack geklaut. Perfekt, Digga. Und sie war für mich da. Sie hat mir Geld geliehen. Sie hat mich noch, weil ich voll wütend, traurig alles war, noch echt lange begleitet. Und einfach eine Maus. Dafür bin ich echt dankbar, weil ich echt eine scheiß Zeit hatte, weil mein Rucksack mit meinem Portemonnaie, mit meinen Klamotten, alles geklaut wurde. Und sie war da. Sie war da. Das war süß von ihr. Feli ist eine Maus. 100%, also, da,
die müsst ihr mögen. Influencer zuzugehen und Projekte zu starten, es ging mir besser. Ich hasse einfach Ungerechtigkeit und mir ist meiner Meinung nach sehr viel Unrecht passiert. I don't know. Ich hatte früher zwar auch mal Beef mit ABK, aber in einem Punkt musste ich ihm wirklich zustimmen. Und zwar darin, dass diese Influencer-Szene richtig, 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 richtig dreckig sein kann. Ja. Ja, safe. Ungerechtigkeit, oh fuck, Alter. Oh nein, Ungerechtigkeit, Falls ich damit bei manchen Leuten das Vertrauen... Ganz kurz, es gibt richtig viele süße Mäuse in der Szene. Es gibt richtig viele süße Mäuse in der Szene. Hundertprozentig. Aber es gibt auch einfach Wichser. Wenn ich zu Influencern nun komplett gekillt habe, tut's mir leid. Aber ist halt, wie es ist. Und selbst bei mir, also als ich für dieses Video recherchiert habe, die ganzen Videos, die ich jetzt in dem Video eingeblendet habe, dachte ich jedes Mal, boah, irgendwie in der Öffentlichkeit wirkt er wie so ein Netti und er redet so vernünftig. Aber das ist nun mal nur die öffentliche Persona. Also ihr müsst euch immer vor Augen halten, Influencer zeigen sich nur von der besten Seite. Und ganz kurz, das müssen wir auch mal wieder normalisieren. Können bitte Influencer aufhören, nur noch Influencer-Freunde zu haben? Also natürlich habe ich... auch 3 Influencer als Freunde. 3,5, einer ist Musiker noch dazu. Also einer ist eher Musiker statt Influencer. Aber meine anderen Freunde sind halt keine Influencer. Also wir müssen mal bitte aufhören, nur noch in der Szene zu verkehren. Also was ist wir? Ich mach das ja nicht so, ne? Also mit Moritz und Elias bin ich ja dicke. Mit Georgia sehr, sehr dicke. Und mit Aftercooking. Aber Aftercooking ist kein Influencer. Der macht Only-Mucke. So. Georgia ist auch Musikerin, aber auch noch Influencerin. Wir müssen mal wieder so, ja, außerhalb von der Szene so. Also, hab mal, also zum Beispiel Moritz, ne, der ist auch Influencer, aber... By the way, ich würde euch bitten, sachlich zu bleiben und niemanden zu beleidigen, weil, vertraut mir, das bringt gar nichts. Ich sehe das Video hier nicht mal als Zerstörungsvideo, sondern einfach nur als Möglichkeit, mich endlich auszusprechen. Und ich hoffe wirklich, dass Simon einsieht, Fehler gemacht zu haben. Jetzt kommen wir zu dem Bonuspunkt Rachel. Nicht wundern, dass ich zu Hause bin. Der Akku ging vorhin leer. Am Anfang des Videos habe ich euch das Video von Rachel kurz eingeblendet. Ich werde euch das mal unten verlinken. Aber kleine Inhaltswarnung. Es geht um psychisches, aber auch physisches. Natürlich war ich bei vielen Sachen nicht dabei, aber ich... Ganz kurz, Freunde, weil ich will es nur erklären, weil viele Rezo in den Chat schreiben. Ich mag den Mann sehr. Es ist... also man versteht sich, man kommt voll gut klar. Alles top. Wir haben jetzt halt nicht wilden Kontakt so, also, ja. Also, keine Ahnung, ich muss nicht mit allen Freunden den krassesten Kontakt haben, weil ich habe zum Beispiel auch 2 Freunde, mit denen schreibe ich kaum, aber das sind so Schulfreunde noch und das weiß, wir sind Freunde. Es gibt keinen Beef mit dem Mann, nein, aber, man gratuliert sich zum Geburtstag, man mag sich, man schreibt ab und zu mal, aber, und es kann auch wieder ein Freund werden, gar keine Frage, Rezo ist ein Homie. Sagen wir es so, Rezo ist ein Homie. Rezo ist ein Homie. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Es gibt so Homies und es gibt Freunde noch so. Also checkt ihr das so ein bisschen? Ja. Die nächsten 2,50, um Rezo zu canceln. Ich sehe gleich schon irgendwelche 2,50 fliegen rein. Wann kommt mal wieder was mit Rezo? Nein, aber ihr checkt, was ich meine. Er ist ein Homie. Aber ja. Persönlich glaube ich ihr. Zumal ich auch schon vieles zuvor mitbekommen habe, weil in der Influencer-Szene redet man nun mal. Letzte Woche kam Rachel auf mich zu, um zu erfahren, ob ich wirklich so ein dreckiger Bastard bin, wie Simon halt damals behauptet hat. Dann erzählte sie mir ihre Erfahrung im Detail und das Gruselige ist, nur ein paar Stunden später schrieb Simon sie privat an und meinte so etwas wie, ich weiß, dass du vorhast, ein Video gegen mich zu machen. Hat irgendjemand von den anderen gesnitcht? Keiner weiß. Und ungefähr zur gleichen Zeit postete Simon diesen wirren Wall of Text gegen sie auf Twitter. Irgendwie kam das für mich so rüber, als würde es einfach nur darum gehen, schneller als sie zu sein. Und das habe ich jetzt auch schon viel drüber nachgedacht, dass man selber anfängt zu schießen, bevor gegen einen geschossen wird. Dass man quasi der Erste ist und man sich so ein bisschen mehr, hey, ich bin das Opfer mäßig stellen kann. Weil ganz kurz, am Anfang, auch gestern nach dem Video, war es noch so ein bisschen, ja, Aussage gegen Aussage. Aber Bruder, mittlerweile ist zu viel passiert. Also mittlerweile auch, dass Nia das alles confirmt, es ist zu viel passiert. Es ist zu viel passiert. Einfach gerade. Und ja, ihre Glaubwürdigkeit schon mal zu schwächen, bevor sie irgendetwas drehen kann. Zu dieser Kiki oder dieser Rita kann ich persönlich gar nichts sagen. Aber ich kannte Rachels Erfahrung und die klang völlig anders. Jedenfalls war ich mega schockiert, als Ungarn diesen Tweet machte und ich dachte mir einfach nur, ach du Kacke, ey.
Weil, also in mir kam einiges hoch, weil diese perfide Seite kenne ich ja auch. Aber ich finde, wenn man darauf achtet, merkt man, dass der Inhalt des Tweets irgendwie ein bisschen komisch ist. Warum schreibt er, es gab nie eine körperliche Auseinandersetzung? Es gab nie körperliche Gewalt, also dieses körperlich. Zu dem Zeitpunkt stand der Vorwurf doch nicht mehr im Raum. Oh, guter Punkt, guter Punkt. Erinnert euch, das ist vor Rachels Video. Ich finde, das ist so, als würde man sagen, hey, wollen wir in diesem Wald chillen? Und der andere sagt, klar, und ich habe hier auch garantiert keine Leiche vergraben. Ah yes. Und warum entschuldigt sich Simon so krass dafür, Rachels Katze rausgescheucht zu haben? Ich meine, nur rausscheuchen. Das ist doch nicht so tragisch, oder? Durch Rachels Video wissen wir nun, dass da wesentlich mehr passiert ist. Und in dem Kontext ergibt es ja auf einmal mehr Sinn. Und warum hat eine so bekannte, so beliebte und so mächtige Person wie Simon es nötig, einen Riesentext zu verfassen gegen drei eher unbekannte Girls, ganz unabhängig, was da passiert ist. Und bevor da überhaupt irgendetwas rauskam. Ist doch eigentlich unüblich. Dieser Move war einfach nur eine typische Panikreaktion, nachdem er rausfand, dass Rachel irgendetwas vorhat. Es ist so offensichtlich. Auch ja, da möchte ich nochmal auf was anderes eingehen. Nochmal, auch nochmal wieder an alle Influencer einfach gerichtet, die einfach gerade meine Kindheit kaputt machen. Verdient, bitte verpiss dich. Niemand vermisst dich. Nach dir hat keiner gefragt. Ich will, dass du gehst. Bitte verpiss dich. Ich vermiss mich. Du kamst aus dem Nichts. Dahin befördere ich dich. Bitte verpiss dich. Ganz kurz, die Influencer in diesem Video sind Mäuse. Die sind maus-confirmed. Die Influencer in diesem Video sind maus-confirmed. Dass er die Anti-Thematik benutzt, sich da irgendwie als Opfer darzustellen und sich irgendwie bei Reefed und Mauki einzureihen. Digga, das hat mich so sauer gemacht. Vor allem, wie er sich nach Rachels Video... Ja, das, ich wenn irgendwann, das habe ich auch so, weißt du, Bruder, selbst wenn das alles gelogen ist, es ist viel zu früh. Es ist viel zu früh und voll unpassend und ist einfach nur so, Bruder. Twitter einfach nur lustig gemacht hat über die krassen Vorwürfe, wie er mit ihrer Katze umgegangen ist und in einem sogar indirekt auf dem Nacken meines toten Katers. Also er... Ja, das habe ich mir auch gedacht, Bruder. Der Kater hier ist tot, ne? Das ist Wicks toter Kater. Und darauf jetzt so Jokes machen, ist so, Bruder. Also er kannte Kabi, er hat ihn kennengelernt. Simon tut wirklich alles, um seinen Ruf zu schützen. Und grundsätzlich kann ich das ja auch verstehen. Aber wie weit sollte man gehen? Rachel hat mir von Unges geheimen Zweitaccount auf Twitter erzählt. Lurk Girlie, wo er sich als eine andere Person ausgibt, dessen einziger Inhalt es ist, Unge zu verteidigen. Und ich finde, mit dem Profilbild, der Rechtschreibung... Oh nein. Oh nein. Warum sollte Unge irgendwas klarstellen, wenn jemand anderes so eine Scheiße aus dem Zusammenhang reißt und Müll behauptet? Er sollte sowas ignorieren und jedem, der hier nicht selbst denkt, sondern nur nach Plappern wegblocken. Also ganz kurz, einen zweiten Account zu haben, wo man halt lurkt. Wo man einfach guckt, hey... Was schreiben Leute über mich, die mich geblockt haben? Okay, gar kein Stress. Haben, glaube ich, viele. Ich habe jetzt keinen, aber haben bestimmt viele. Aber, Bruder, sich selber zu verteidigen ist... Weiß nicht, Digga. Und den Takes wirkt das auch sehr obvious. Irgendjemand auf Twitter schreibt... Was war hier noch? Ja, er hat dein Video verbreitet und mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt und in der Diskussion mit ihr das Nazi-Thema sogar angesprochen. Aber statt ihn zu fragen, was die Hintergründe sind, hast du einen negativen Tweet gestartet und viele sind darauf angesprochen. War hier und da ein bisschen problematisch. Nein, er verteidigt sich die ganze Zeit. Der links ist Unge. Nee, das ist ihr Freund, Partner. Unge war im Discord-Talk und hat alleine gegen die beiden plus einen Mod angeredet, der noch mit ihm im Voice war. Problematisch und dann kommt... Er hat ihr... Ich kenne Unge gar nicht. Ich sehe, er hat viele Follower hier. Ist das Twitter mit oder... Er hat die Folge auf Nazis im Freundeskreis zu haben, das fand die Militante wieder nicht so lustig. Ich glaube, ursprünglich kommt er von YouTube. Selber schreiben, ich glaube, er kommt ursprünglich von YouTube. Unge als Lurk-Girlie und sagt, nein, Unge hat alles richtig gemacht. Es ist so insane. Wieso blockiert er momentan so viele gute Accounts? Ich glaube, weil er eingesehen hat, dass viele Menschen auf dieser Plattform Zeitverschwendung sind und er sich das nicht geben muss. Absolut richtige Entscheidung. Boah, dass ich selber zustimme, ist irgendwie, weiß ich nicht, Digga. Also ganz kurz, das habe ich vielleicht mal mit 16 auch mal irgendwie gemacht. Das kann sein. Keine Ahnung, wenn mich jemand exposen will. Früher, weiß ich nicht, als ich viel jünger war. Expose me. Aber, Bruder, ich bin jetzt 27 und Unge ist, weiß ich nicht, 32, 35 oder so. Weiß nicht, Digga. Das ist echt hart gerade. Wie weit würde dieser Mensch noch gehen, um seine weiße Weste zu verteidigen? Was macht er zum Beispiel nach diesem Video hier? Dinge aus dem Kontext reißen, irgendetwas erfinden? Bei sowas
Dieses Obama-Meme, ja. Ach du Kacke. Sowas bin ich echt froh, dass ich Zeugen habe, die hinter mir stehen und ja, mal gucken, was nach diesem Video passiert, ne? Und egal, ob man meiner Story letztendlich glaubt oder nicht, mit einer Sache bin ich einfach nur happy. Endlich habe ich den Mund aufgemacht. Also manche Influencer wissen auch meine Story mit Simon und ja, es war quasi ein offenes Geheimnis. Deswegen werden die auch nicht überrascht sein, wenn sie das Video hier sehen. Die denken dann einfach nur, okay, heute ist also der Tag. Nach Unge Comeback jetzt Unge Downfall, oh Gott. Aber die Öffentlichkeit wusste nichts und darunter musste ich leiden, mein Ruf musste leiden. Also ich will einfach nur, dass jeder weiß, was mir wirklich widerfahren ist. Was lernt ihr aus der Geschichte? Steht zu euren Bedürfnissen, steht zu euch selbst und schützt niemanden, wenn jemand darunter leiden muss. Früher oder später kommt alles raus. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr bis zu diesem Punkt zugehört habt. Das hier ist noch nicht das Comeback. Also ich werde ungefähr nach meinem Umzug in 2 bis 3 Monaten wieder starten mit normalen Videos. Erst muss ich diese Schlammschlacht überleben, aber danach wird's richtig geil. Ich freue mich. Ciao. Ey, ganz viel Kraft an Vic. Ey, lasst Liebe da, ne? Lasst Liebe bei Vic da. Und nochmal an alle, die so eine dumme Scheiße machen. Alter, wir gehen noch kurz auf den Tweet von Unge ein, weil es fair ist nur. Okay, Unge hat geschrieben, Junge, das Lurk-Girly-Thema muss man auch nicht übertreiben. Hab den Account benutzt, um Tweets zu kommentieren oder dass die Reichweite vom Hauptaccount darauf ballert, um Tweets zu lesen, /Screenshotten von Accounts, die mich blockiert haben. Fast jeder größere Influencer hier hat so einen Account. Video zum ganzen Thema mit Vic etc. kommt, da wurde vieles verdreht, auch wenn ich nicht bei allem unschuldig bin, ist es interessant zu sehen, wie jeder eine völlig andere Realität lebt. Boah, ganz ehrlich, Alter, ich weiß nicht, wie man das retten soll. Also, wir gucken uns natürlich auch das unbedingt an, ne? Deswegen, keine Ahnung, abonniert rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Aber auch das, was Nia gesagt hat, war halt eine Bestätigung für alles, ne? Also, Digga. Ja, falls ihr wollt, dass ich mir das reinziehe, abonniert gerne den Kanal hier, keine Ahnung. Ich denke mir aber gerade nur, Digga, wie viel Kindheit soll gerade noch zersprengt werden? Tschüss.